Herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Vera und da wir ja momentan ziemlich viel aus dem Homeoffice arbeiten, dachte ich mir, ich bringe euch mal meine Homeoffice-Geräte mit und zeige euch die in diesem Video. Ja, im Zentrum von jedem Homeoffice steht natürlich der Rechner. Ich habe jetzt hier meinen Laptop mitgebracht und das ist tatsächlich ein MacBook Pro 16 aus dem Jahr 2019. Für das Ding hier habe ich mich im letzten Jahr entschieden und da bin ich von der Windows-Welt auf Apple umgestiegen und das war ja meine Wahl dieses Laptops. Das hier ist ein 6-kerniger i7 MacBook mit 512 GB Speicherplatz und ich habe mir den gekauft vorrangig deshalb, weil ich eben auch mobil Videos schneiden wollte und das ging auf meinem Surface Book nicht ganz so gut. Und ich muss sagen, ich bin unfassbar zufrieden mit dem Teil. Ich kann jetzt endlich Videos schneiden, ohne dass es hakt und ruckelt und ich irgendwie das Programm tausendmal abstürzt. Hier läuft es einfach wie Butter. Was mir beim Arbeiten mit meinem Laptop, gerade was so kreative Sachen und Videoschnitt angeht, unglaublich wichtig ist, ist, dass ich eine gute Maus dazu habe. Denn ich arbeite nicht so gerne mit dem Trackpad. Und ich habe mich hier für die Logitech MX Master 2S entschieden. Das ist eine Bluetooth-Maus mit einem unfassbaren Akku. Also ich habe die jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr und ich habe die jetzt zweimal aufladen müssen. Also die hält echt ewig. Die liegt auch super in der Hand. Ich mag das Gefühl einfach total, auch von dem Mausrad, was sich hier ewig durchdreht. Und die hat hier auch an der Seite noch so ein paar Tasten, die man frei belegen kann. Auch so eine Daumentaste hier unten. Finde ich auch ganz witzig. Und auf der Unterseite haben wir nochmal so eine einen Button, womit ich den PC wechseln kann. Also ich kann einstellen, dass ich die Maus mit bis zu 3 PCs verbinden kann und dann wechsle ich die hier einfach da unten und dann nehme ich die mit zum nächsten und die sind direkt miteinander gekoppelt. Manchmal brauche ich zum Arbeiten auch ein Mikrofon, denn nicht immer rede ich mit einer Kamera und das Mikrofon ist mit dieser Kamera verbunden, so wie ihr das jetzt hier seht. Manchmal brauche ich auch einfach so ein Tischmikrofon, wo ich dann Voice-Overs über Videos einspreche. Und hier habe ich das Aukey-Mikrofon GDG1. Das ist ein, ich würde mal sagen, Einsteigermikrofon für etwa 30 Euro. Und ich habe mich damals eben dafür entschieden, ja, gerade so mit YouTube angefangen. Was machst du? Du brauchst natürlich ein Mikrofon für diesen Einsatzzweck. Möglichst günstig, weil man hat ja noch nicht so viel YouTube-Money verdient, mit dem man sich teures Equipment leisten kann. Und deshalb wurde es dieses Mikrofon. Und ich bin eigentlich mega zufrieden damit. Dieses Mikrofon weist eine Nierencharakteristik auf. Das heißt, man spricht nicht von oben rein, sondern die Membran dieses Mikrofons, die nimmt halt den Ton so in Zeigerichtung des Mikrofons aus, also von hier oder von da und nicht von oben. Und man spricht dann quasi so rein. Und der Ton ist auch mega gut. Meiner Meinung nach, man kann den auch noch verbessern, wenn man dazu eben so ein USB-Audio-Interface sich kauft. Auch nicht so teuer, ich glaube auch nochmal 30 Euro oder so. Also eignet sich besonders gut für Einsteiger, dieses Setup. Und dann hat man hier eben so einen XLR-Anschluss. Das steckt man dann da so rein. Dann wird das Teil hier mit dem PC verbunden und dann kann man hier so einige coole Sachen nochmal einstellen, die den Ton deutlich nochmal anheben in der Qualität. Nicht nur verbessert dieses Audio-Interface euren Ton mit dem Mikrofon, ihr braucht es auch eigentlich unbedingt, denn dieses Mikrofon ist kein typisches USB-Mikrofon, was ihr einfach so an den PC steckt. Wie ich eben gerade schon gesagt habe, ihr braucht hier so ein XLR-Kabel, denn nur damit könnt ihr dieses Mikrofon anstecken. Und dieses Kabel kommt hier ran an diesen Port. Diesen Port haben die meisten Computer einfach nicht so verbaut. Und deshalb müsst ihr das quasi dazwischen schalten und dann kommt hier hinten ein Kabel rein und dann könnt ihr das Mikrofon darüber mit dem PC easy verbinden. Was das wichtigste Arbeitsmittel bei mir zu Hause ist aber meine Kamera und ich habe mir da jetzt eine ganz neue gekauft. Die ist jetzt nicht so komplett neu auf dem Markt, die ist schon ein paar Jährchen alt, aber es ist immer noch eine sehr gute Kamera und zwar die Lumix GH5. Ein Sprung von meiner alten Kamera, könnte man fast sagen. Ich habe vorher meine Videos immer mit der Sony A6300 gefilmt und
Da haben ja so ein paar Sachen einfach überhaupt nicht gepasst. Angefangen mit dem Akku. Bei der Sony-Kamera war es immer so, dass nach 20 Minuten einfach die Aufnahme abgebrochen ist, weil der Akku zu heiß wird und die Kamera überhitzt. Und man kommt da dann einfach raus und muss ständig darauf achten, dass die Kamera weiterläuft. Das hat mich ziemlich genervt. Dieses Problem habe ich jetzt unter anderem mit dieser Lumix GH5 hier behoben. Die läuft nämlich einfach 1,5 Stunden durch und da passiert gar nichts. Finde ich mega cool. Dann, was diese Kamera auch noch hat, ist ein umklappbares Display. Das hatte meine Sony auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mir dabei gedacht habe, eine Kamera zu kaufen, die ein Display hat, was nur so hoch und runter geht, wenn ich mich eigentlich die meiste Zeit selber und alleine filme. Jedenfalls, auch das habe ich jetzt mit der Lumix hier behoben, denn da sehe ich mich jetzt immer selber in dem Display. Finde ich super. Zu den beiden Kameras gibt es zwar auch eine App, aber auch die ist bei Sony schwierig, weil die Verbindung da immer abbricht und generell ja einfach sehr wackelig funktioniert. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und diese Kamera eröffnet mir halt auch einfach ganz neue Türen, was so Filmtechnik angeht. Denn die kann 4K-Aufnahmen bei 60 Frames per Second aufnehmen. Das heißt, ich kann jetzt auch so coole Slow-Motion-Aufnahmen machen. Und mit meiner Sony ging das nicht immer ganz so gut, weil die das halt eben nicht kann. Das Einzige, was Sony besser macht, meiner Meinung nach, ist der Autofokus. Da ist die Panasonic nicht so gut, einfach weil Sony ist Autofokus King. Die kann das richtig, richtig gut. Und ich habe die Sony auch immer noch im Einsatz. Das heißt, wenn ich halt ja Aufnahmen mache, wo ich einen schnellen Autofokus brauche, dann nehme ich eben die A6300 und für alles andere nehme ich dann halt jetzt die Lumix. Falls euch dieses Thema näher interessiert, ich habe dazu auch ein Video gemacht auf meinem Kanal, wo ich die beiden Kameras mal nebeneinander halte und ein bisschen weiter in die Tiefe gehe, warum diese Kamera jetzt unbedingt sein musste. Wir kommen jetzt zum letzten Gerät, was ich euch zeigen möchte und meiner Meinung nach auch eins der wichtigsten, um produktiv am Schreibtisch arbeiten zu können, und zwar Licht. Und mein Licht kommt von der Dyson Light Cycle. Wir haben diese Lampe schon mal vorgestellt in einem anderen Video, wo ich auch euch das Nachfolgemodell gezeigt habe, nämlich die Dyson Light Cycle Morph. Und ich nutze aber noch das erste Modell auf meinem Schreibtisch privat und ich mag die Lampe einfach total, weil die sich ja per App sich meinen Standort quasi holt und dann ihr Licht darauf anpasst, also auf mein Tageslicht, so auf den Tageszyklus, den ich auch mit dem Sonnenlicht draußen durchlaufe. Das heißt, morgens ist das Licht dieser Lampe relativ hell und blau, damit ich eben so einen Produktivitätsbooster bekomme. Und abends wird das Licht dann eben automatisch etwas orangener, weil man ja abends nicht mehr so krass viel blaues Licht konsumieren soll. Kennt ihr ja bestimmt auch am Handy. Da gibt es ja auch diesen Nachtfilter, wo dann blaues Licht rausgefiltert wird, weil durch blaues Licht wird das Hormon Melatonin nicht mehr so produziert und dann könnt ihr nicht mehr so gut einschlafen. Deshalb hilft die Lampe eben so durch den Tag hinweg, diesen Tageszyklus beizubehalten des Lichts. Und mir hilft es ungemein, den ganzen Tag über produktiv zu bleiben an meinem Schreibtisch. Und ja, ich mag die Lampe sehr und ich möchte sie eigentlich nicht mehr missen. Ja, und ich würde jetzt gerne von euch wissen, was ihr denn so auf eurem Schreibtisch zu Hause im Homeoffice so nutzt. Schreibt uns das doch gerne unten in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Und ich schnappe mir jetzt nochmal meine heißgeliebte Kamera und mache euch ein paar Aufnahmen. Bis dann!